Moin Moin wieder einmal und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66 Stunde der Wahrheit. Auch heute wieder haben wir uns eingefunden zur 40. inzwischen Lesung des fantastischen Buches von James Aitken Wiley aus dem Jahre ungefähr 1850, das heißt das Doppelgesicht des Papsttums. James Aitken Wiley wird so inzwischen ein sehr viel gelesener Autor von mir. Ich hatte von ihm mit Michael und Brett zusammen in Englisch das Buch The Great Exodus or The Time of the End, How Near Are We to It, bereits gelesen und analysiert in, ich meine, über 30 Videos, wenn ich mich richtig erinnere, oder über 40 sogar. Ich weiß das gar nicht mehr genau, wie viel. Und jetzt hat Bruder Brett eine neue Lesung angefangen mit einem Buch, das heißt The Seventh Vial, also das siebte Siegel von James Aitken Wiley, das er erst 1848 geschrieben hat. Und da hat Brett das angefangen und dann auf einmal ist er über Ausgabe gestolpert, 20 Jahre später, 1868. Also der James Aitken Wiley war unglaublich produktiv im 19. Jahrhundert, hat unglaublich viele interessante Dinge über das Papsttum geschrieben, aber das haben wir bis jetzt ja auch schon gelernt in diesem Buch. Und ich bin jetzt beinahe selber am Ende dieses Buches angekommen zur Vorbereitung. Ich habe, glaube ich, noch 10 Seiten oder so und dann habe ich das Buch durch. Dann ist die Vorbereitung abgeschlossen und ich kann euch nur sagen, entweder ihr habt die 39 Sendungen hiervor bereits geschaut, dann herzlichen Glückwunsch, schön, dass ihr das gemacht habt. Wenn ihr es nicht gemacht habt, ganz dickes Pech, weil habt ihr echt was verpasst. Aber wenn ihr nach dieser Sendung auch nicht mehr weiterguckt und das Ende lest, da kann ich euch sagen, da werdet ihr richtig was verpassen. Das geht unglaublich interessant weiter, weil James Aitken Wiley natürlich das Buch in einer Zeit schreibt, vor der Gründung des Deutschen Reiches von Bismarck 1870. Und er beschreibt den Zustand der Kirche in der Zeit, unter anderem auch in Deutschland. Das ist sehr interessant zu folgen. So kann ich euch vielleicht am Interesse halten, um dabei zu bleiben. Auch heute werdet ihr die 40. Lesung wahrscheinlich verfolgen, die wir gleich im Kapitel des Fegefeuers beginnen. Und da gehe ich auch nochmal in den Wikipedia-Artikel von letzter Woche kurz rein, weil da war noch eine Sache, die wollte ich gerne noch mit euch besprechen. Aber bevor wir jetzt mit der eigentlichen Lesung anfangen, wie immer, hat uns Alexander ein wunderschönes Lied geschickt und das möchte ich jetzt gerne mit euch teilen zur Einstimmung in die Lesung heute. So lange haben wir darauf gewartet, so lange. Haben auf dich gewartet, dass du kommst. Wurdest du uns angekündigt, sogar die Engel haben es verkündigt, voll Verlangen, es uns zu offenbaren, die gute Botschaft zu verkünden. Christus, der Retter, wurde uns geboren. O, der Himmel wurde uns geöffnet. Er kam als Mensch voll Gnade und Wahrheit und seine Botschaft so simpel. Kehrt um und tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesus. Er heilte die Kranken und gab den Blinden das Augenlicht und lief über den See bei Genezareth.
Und Gottes Sohn erniedrigte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war ganz Mensch wie du und ich. Er vergab den Huren und den Zöllnern ihre Sünden und trieb die Teufel aus den Menschen. Und nichts war für ihn unmöglich, gab 9000 Menschen zu essen mit einem Korb Brot. Oh, die Herrlichkeit Gottes bei den Menschen. Doch die Mächtigen der Erde, sie hassten dich, wollten deinen Tod. Und du gabst dich hin für uns, Lamm Gottes, für die ganze Welt. Und du bist auferstanden, welche Kraft! Und du hast uns versprochen, du kommst zurück, wir glauben dir. Ja, schönen Dank, Alexander. Und dieses Wiederkommen von Jesus Christus erwarten wir alle, die wir hier auf Skype und wahrscheinlich auch in diesem Video zu schauen versammelt sind, sehnsüchtig. Und jetzt bitten wir den Heiligen Geist, uns zu begleiten und in alle Wahrheit zu führen in dieser Lesung, dass wir Dinge aufdecken können, die unseren Brüdern, die es noch nicht wissen, und auch diejenigen, die noch unsere Brüder und Schwestern werden wollen in Jesus Christus, die nämlich die Erlösung in der werksorientierten römisch-katholischen Kirche suchen, durch vielleicht dieses Video zu sehen oder andere Videos hiervon zu sehen, endlich mal auf den Gedanken kommen, die wirkliche Bibel in die Hand zu nehmen und zu sehen, dass in der Bibel andere Dinge stehen als im römischen Katechismus. Und dass in der römisch-katholischen Kirche im Katechismus eines Menschen geschrieben keine, aber in der Bibel von gottgeleiteten Menschenhänden geschriebenen Bibel wohl die Erlösung zu finden ist. Jetzt gehen wir noch mal kurz in den Artikel rein, den ich letztes Mal aufgemacht hatte über das Fegefeuer. Erinnert ihr euch noch mal? Da war ein Punkt, den ich eigentlich noch mal gerne mit euch besprechen wollte. Und da geht es nämlich über die Hermeneutik der Fegefeuerlehre. Hermeneutik ist eigentlich so etwas wie die Bibelauslegung. Ja? Und hier schreibt Wikipedia zu diesem Thema: In der Bibel ist der Blick darauf ernüchternd, also auf das Fegefeuer. Weder im Alten noch im Neuen Testament wird irgendetwas darüber gesagt. Das zwischen Anführungszeichen Feuer ist der Begegnung Gottes vorbehalten. Und dann wird ein Buch zitiert, das viele Leute vielleicht gar nicht kennen, 2 Mak 12, 32 bis 45 EU. Das EU steht für Einheitsübersetzung, ist natürlich eine korrumpierte katholische Bibel. Und Mak ist nicht irgendwie ein Druckfehler, das müsste nicht Matt heißen für Matthäus, das steht dafür Makkabäer. Das ist ein apokryphisches Buch. Es gibt im Alten Testament die drei Bücher der Makkabäer, die so ungefähr kommen vor der Zeit, bevor Jesus Christus kommt, also ziemlich zum Schluss, bevor Jesus Christus kommt. Und sprechen unter anderem über Antiochos Stephanus, heißt er, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, der sogar Schweine im Tempel Gottes damals geopfert hat. Und wir wissen ja, dass Schweine unreine Tiere sind oder besser gesagt zu dem Zeitpunkt waren. Ob sie heute auch noch unrein sind, ob diese ganzen Diätregeln von rein und unrein heute auch noch gelten, das ist Thema einer anderen Lesung, da gehe ich heute nicht drauf ein. Aber jedenfalls zitiert Wikipedia, also das Erste, was sie schreiben, ist wunderbar. Ja, in der Bibel ist der Blick darauf ernüchternd, weder im Alten noch im Neuen Testament wird irgendetwas über das Fegefeuer gesagt. Das ist ganz toll, ganz richtig.
Aber dann zitieren sie a. eine falsche Bibel und b. ein Buch, das nicht inspirierte Schrift ist. Trotzdem steht darin, das spricht vom Gebet für die Toten. So, und jetzt, wenn man sieht, dass man im Buch der Makkabäer also spricht über ein Gebet für die Toten, dann weiß jeder automatisch, das Buch kann gar nicht in die Bibel gehören. Denn schließlich sagt Gott in den ersten 5 Büchern Mose, und vor allen Dingen meine ich im Deuteronomium, also 5. Buch Mose, ganz deutlich, dass Totenanbetung verboten ist. Nekromantie, man betet nicht für die Toten, man steckt keine Kerzen für die Toten an in Erinnerung und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist alles Heidentum. Ja? Wenn also hier das Buch der Makkabäer spricht vom Gebet für die Toten, dann wissen wir automatisch, das kann in der Bibel keinen Platz haben. Man hat bei jüdischen Gefallenen heidnische Amulette gefunden. Ja, das wundert uns nicht. Die Juden oder die Israeliten sind ja immer wieder abgefallen in das Heidentum. Genauso wie die Christen heutzutage auch in das Heidentum abfallen, durch Ökumenismus und Kirchen zu besuchen, in denen alles andere als eine wahre Bibel gepredigt wird. Ihr Tod wird als Strafe für den Abfall gedeutet. Es wird ein Bittgottesdienst abgehalten und um Vergebung für die Toten gebeten. Im Neuen Testament, im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Verse 10 bis 15. Der Grund ist durch Christus gelegt. Wie einer weiterbaut, wird im Feuer offenbar werden. Lohn oder Verlust und gerettet werden durch Feuer hindurch. Hält das Werk des Paulus bei der Parousie dem Gericht Gottes stand? Es gibt kein Feuer, sondern Christus und keinen Reinigungsort. Parousie ist meines Erachtens die Entrückung, wie man das nennt. Perusia, das Wort, wie es im Englischen gebraucht wird, wie ich in der End-Time-Deceptions-Lesung von Steve Wolbeck gerade ja, bereits mache, in Englisch. Das Buch werde ich dann noch irgendwann im Deutsch lesen. Also hier versucht man halt die Fegefeuerlehre aus der Bibel zu ziehen. Und im Grunde kommt man hier zu dem Schluss, dass in der Bibel weder im Alten noch im Neuen Testament eigentlich nichts darüber gesagt wird. Und das sagt einem bibelgläubigen Christen dann doch genug, wo diese Lehre herkommt. Nun, der Autor fährt auf Seite 317 in dem Buch fort und sagt: Andererseits haben wir nun aber der Lehre vom Fegefeuer die allerentschiedensten Schriftzeugnisse entgegenzustellen. Also, jetzt nehmen wir eben die Hermeneutik, nicht von Wikipedia, sondern jetzt nehmen wir die Hermeneutik, also Bibelauslegung von James Atkin Wiley aus dem 19. Jahrhundert. Der, welcher hinabgestiegen ist und als der Fürst des Lebens wiedergekommen, hat uns nichts von einem Fegefeuer offenbart. Alle Erklärungen des göttlichen Wortes über die Natur der Sünde, den Tod und die Genugtuung Christi schließen die Möglichkeit des Fegefeuers aus. Die Schrift kennt den papistischen Unterschied zwischen lässlichen und Todsünden nicht. Diesen Satz habe ich hier grün gemacht, weil ich eigentlich immer wichtige Sätze in grün anstreiche. Nur, ich sollte das eigentlich farblich verändern, das werde ich jetzt auch mal machen, weil grün sollte man eigentlich unwahre Aussagen kennzeichnen und blau wahre Aussagen. Und diese Aussage ist nicht nur wahr, die ist unglaublich wichtig. Die Schrift kennt den papistischen Unterschied zwischen lässlichen und Todsünden nicht. Ich habe es schon oft genug gesagt, oft genug gelehrt, oft genug darauf hingewiesen und trotzdem glauben die Leute es immer noch nicht. In der Bibel steht geschrieben, die Übertretung des Gesetzes ist Sünde und der Lohn der Sünde ist der Tod. Es wird in der Bibel kein Unterschied gemacht, ob ich das 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. oder 10. Gebot übertrete. Jede Gebotsübertretung ist Sünde und jede Sünde führt zum Tod. Die römisch-katholische Kirche, ganz besonders diese Welt, ist dann so ganz toll darin, so ganz besondere Todsünden rauszustellen. Und ich denke, dass viele Leute, die dieses Video schauen, sich vielleicht erinnern, einmal einen Film gesehen zu haben oder davon gehört zu haben. Der heißt auf Deutsch 7, ja, 7 im Englischen. Unter anderem, glaube ich, mit Brad Pitt als polizeilicher Ermittler und Kevin Spacey als ein Mensch, der meint, andere Leute wegen Übertretungen, die er teilweise herausfordert oder zu denen er sie überredet oder zu denen er sie unter Zwang bringt, sie zu tun, sogenannte Todsünden zu machen und diese Leute dann auf die Art und Weise eben umzubringen, eben diese
Todsünden. Da ist keine einzige Sünde mit bei in diesem Film 7, die irgendwas mit den 10 Geboten zu tun hat. Wenn es eine Todsünde gäbe, dann kann das nur eine Sünde sein, die weder in diesem noch im folgenden Leben nicht vergeben wird. Und da gibt es eine einzige Sünde, die genau diese Folgen mit sich mitzieht. Und das ist die Sünde über die Gotteslästerung des Heiligen Geistes. Wer den Heiligen Geist lästert, der begeht eine Sünde, die nicht in diesem und auch nicht im nächsten Leben vergeben wird. Das wäre dann die einzige, wenn wir über Todsünden sprechen können, wirkliche Todsünde, weil damit nach diesem irdischen, fleischlichen Leben auch das ewige, geistige Leben ausgelöscht wird, wenn man das macht. In der Hinsicht können sich unsere Päpste, unsere Antichristen, unter anderem sehr warm anziehen. Oder eigentlich nicht warm anziehen, weil warm genug wird es ihnen dann in der Hölle wahrscheinlich schon werden. Weil die werden das ewige Leben nicht sehen, weil die haben alle den Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist Gotteslästerung betrieben. Durch sich selbst zu Gott zu erheben. Oder zu sagen, sie sind Gott auf Erden. Wie ein Kardinal, das noch im letzten Konzil vor Martin Luther, ich glaube 1512 bis 1516 lief das Konzil, gesagt hat zum Papst, du bist ein anderer Gott auf Erden. Das ist ein ganz offizieller Titel, der ihm damals verliehen wurde. Ja, damit ist die römisch-katholische Kirche auf dem absoluten Höhepunkt ihrer Gotteslästerung angekommen. Und der nächste Schritt, wenn man ganz oben angekommen ist, ist wie bei einer Achterbahn, dann geht es ganz tief runter. Bei einer Achterbahn schreit man oftmals aus Freude und Spaß, weil das lustig ist, das zu machen. Die römisch-katholische Kirche hat überhaupt nicht geschrien aus Spaß oder Freude, sondern die hat einen Stoß versetzt bekommen von unter anderem Martin Luther, von den Reformatoren, von dem sie sich bis heute nicht richtig erholt hat. Die Schrift kennt den papistischen Unterschied zwischen lässlichen und Todsünden nicht, also kennen auch wir bibelgläubige Christen da keinen Unterschied. Sünde ist Sünde und Gehorsam ist Gehorsam. Jede Sünde hat den Tod zur Folge. Und von daher, egal welche Sünde ich begehe, ich brauche Jesus Christus, um mich von diesen Sünden weiß zu waschen und vor dem Vater, vor mir, als mein Anwalt aufzutreten und zu sagen, ich habe für diese Sünden mit meinem Blut bereits bezahlt. Sie lehrt, dass jede Sünde, wenn sie nicht durch das Blut Christi getilgt wird, ewiges Verderben des Sünders durch das Blut Christi, Entschuldigung, bin ich die Reihe verrutscht hier, nochmal. Sie lehrt also die Bibel, dass jede Sünde, wenn sie nicht durch das Blut Christi getilgt wird, ewiges Verderben des Sünders nach sich zieht. Die Bibel lehrt nicht, dass nach dem Tode noch eine Schicksalsveränderung des Verstorbenen eintreten könne. Sie lehrt, dass Gott seine Gnade nicht verkauft, sondern frei schenkt. Dass wir nicht mit vergänglichem Gold oder Silber erlöst werden. Dass kein Bruder den anderen, sei es durch Gebete oder Opfer, erlösen könne. Dass das Gesetz Gottes von jedermann in jedem Augenblicke seines Lebens den nach Maßgabe seiner Kräfte größtmöglichen Gehorsam fordert. Dass noch nie ein Menschenkind das geringste Werk getan, welches ein Mehr zu nennen vor Gottes Gesetz, dass noch nie einer außer Christus dem Gesetz Genüge geleistet und dass es deshalb eine Quelle überflüssiger Verdienste gar nicht gibt. Das sind genau diese Verdienste, mit der die römisch-katholische Kirche sagt, die Heiligen haben sich so viele Verdienste erarbeitet, Maria hat sich so viele Verdienste erarbeitet und da könnt ihr von profitieren, deswegen müsst ihr die anbitten, dass sie mit ihren zu vielen Verdiensten eure Sünden tilgen können, wo ihr eben zu kurz kommt. Ja? Also, dass noch nie einer außer Christus dem Gesetze Genüge leistet und dass deshalb eine Quelle überflüssiger Verdienste gar nicht gibt. Und endlich oder schlussendlich, dass Gott der Herr nur um den vollkommenen und ausreichenden stellvertretenden Genugtuung seines Sohnes willen den Menschen vergibt. Und dass, wenn er vergibt, er es vollständig und für immer
tut. Und hieraus verstehen wir jetzt ganz deutlich, das passiert hier in unserem Leben. Wenn wir jetzt nochmal auf den Artikel gehen, dann steht hier unter dem Katechismus der katholischen Kirche ein weiterer Artikel, den ich kurz hieraus vorlesen möchte. Mal eben schauen, ob ich das ein kleines bisschen größer machen kann. Dann könnt ihr das leichter mitlesen und ich kann das selber auch leichter lesen. So, jetzt habe ich das größer gemacht, aber jetzt hat sich das hier verschoben. Ah ja, doch, geht noch. Katechismus. In 1030, also im Jahr 1030, wird in der... das ist ein Katechismus, Entschuldigung, das ist Artikel 1030 aus dem römischen Katechismus. Wer in der Gnade und Freundschaft Gottes stirbt, aber noch nicht vollkommen geläutert ist, ist zwar seines ewigen Heiles sicher, macht aber nach dem Tod eine Läuterung durch, um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, in die Freude des Himmels eingehen zu können. Nun, das ist alleine schon in der Hinsicht falsch und bei der kleinen Bemerkung möchte ich es auch eben lassen. Das ist allein schon in der Hinsicht falsch, dass die Bibel ganz deutlich darüber spricht, dass diejenigen, die lebt, die Heiligen sind. Und die können ja nur dann heilig sein, wenn sie die volle Gnade und Freundschaft Gottes haben und wenn sie sich des ewigen Heiles sicher sind. Sonst wären sie keine Heiligen. Ja? Die Bibel widerspricht also hier ganz deutlich eben auch diesem Punkt. In Punkt 1031 des römischen Katechismus sagt die Kirche, sie nennt diese abschließende Läuterung der Auserwählten, die von der Bestrafung der Verdammten völlig verschieden ist, Purgatorium. Also mit anderen Worten, es gibt zwei verschiedene Arten, wie nach dem Tod mit einem verfahren wird. Wenn man ein Gerechter ist, geht man ins Fegefeuer und wenn man ein Ungerechter ist, dann kommt man sowieso direkt in die Hölle. Mehr oder weniger, das ist daraus zu verstehen. Ja? Wie gesagt, nicht durch die Bibel abgedeckt. Sie hat die Glaubenslehre in Bezug auf das Purgatorium, also Fegefeuer, vor allem auf den Konzilien von Florenz, Trient, formuliert. Ja, Trient, da haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Und Florenz ist, glaube ich, das ein Konzil gewesen aus dem 15. Jahrhundert. Meine ich, will ich jetzt aber nicht beschwören. Sie hat die Glaubenslehre in Bezug auf das Purgatorium vor allem auf diese zwei Konzilien formuliert und im Anschluss an gewisse Schrifttexte, also zum Beispiel 1. Korinther 3,15, 1. Petrus 1,7, spricht die Überlieferung der Kirche von einem Läuterungsfeuer. Zitat von Gregor dem Ersten oder Gregor dem Großen. Man muss glauben, dass es vor dem Gericht für gewisse leichte Sünden noch ein Reinigungsfeuer gibt. Weil die ewige Wahrheit sagt, dass, wenn jemand wieder den Heiligen Geist lästert, ihm weder in dieser noch in der zukünftigen Welt vergeben wird. Das habe ich ja gerade eben gesagt. Das ist die einzige, wenn man etwas eine Todsünde nennen könnte, das ist die einzige Todsünde. Lesen oder nachlesen können wir das in Matthäus Kapitel 12, Vers 32. Aus diesem Ausbruch geht hervor, dass einige Sünden in dieser, andere in jener Welt nachgelassen werden können. Nein, das geht aus diesem Ausspruch nicht hervor. Aus diesem Ausspruch geht hervor, wenn man ihn richtig versteht, dass wenn ich gegen den Heiligen Geist lästere, dass mir weder in dieser noch in der folgenden Welt vergeben wird und das, was mir in dieser Welt vergeben wird, in der folgenden Welt auch vergeben ist. Jesus Christus sagt doch zu den Aposteln deutlich, was ihr bindet auf Erden, wird gebunden sein im Himmel und was ihr löst auf Erden, wird gelöst sein im Himmel. Ja, aber die Bibel ist ganz deutlich, aber die römisch-katholische Kirche wirft die Dinge immer gerne durcheinander. Und Gregor ist ja auch ein ganz fieser. Wenn wir uns daran erinnern, er ist derjenige, der Bonifaz dem Dritten vorausging, der regiert hatte, ich glaube, irgendwann in den 590er Jahren bis Anfang des 7. Jahrhunderts und der ja damals gewarnt hatte, der allgemeine Bischof, der sich allgemeiner Bischof nennen lässt, also Bischof aller Bischöfe, ist der Vorläufer des Antichristen. Das war der, Gregor der Große, der hier diese Aussage über das Fegefeuer nimmt. Also, obwohl er, lass uns mal sagen, die Schrift so gut verstanden hat, dass er seine Nachfolger im Amt, die sich Bischof der Bischöfe nennen, wie die Päpste das heute tun, als Antichrist ausgewiesen hat, tut er doch so eine Falschlehre von dem Fegefeuer hier sagen. Ja? Man muss glauben, fängt der Satz auch an mit seiner Aussage, dass es vor dem Gericht für gewisse leichte Sünden noch ein Reinigungsfeuer gibt, weil die ewige Wahrheit, dass, wenn jemand wieder den Heiligen Geist lästert, ihm weder in dieser noch in der zukünftigen Welt vergeben wird. Man muss glauben. Warum muss man das denn glauben?
Ich muss nur das glauben, was in der Schrift steht. Die Heilige Schrift, die Bibel, ist die einzige Autorität des Glaubens, die ein bibelgläubiger Christ haben kann. Punkt aus. Und was da drin steht, glaube ich, und was da nicht drin steht, glaube ich nicht. Und wenn hier der Vorläufer des Antichristen sagt, man muss glauben das, weil das im römischen Katechismus drin steht, dann weiß ich als bibelgläubiger Christ, dass ich das verwerfen muss, weil es keinen Rückhalt in der Bibel findet. Artikel 1032 sagt, diese Lehre stützt sich auch auf die Praxis, für die Verstorbenen zu beten, von der schon die Heilige Schrift spricht. Darum veranstaltete Makkabäerbuch, hier also ein Buch der Apokryphen, darum veranstaltete Judas der Makkabäer das Sühnopfer für die Verstorbenen, damit sie von der Sünde befreit werden. Aus dem zweiten Makkabäerbuch 1245. Es gibt drei Makkabäerbücher. Schon seit frühester Zeit hat die Kirche das Andenken an die Verstorbenen in Ehren gehalten und für sie Fürbitten und insbesondere das eucharistische Opfer dargebracht, damit sie geläutert werden und zur beseligenden Gottesschau gelangen können. Die Kirche empfiehlt auch Almosen, Ablässe und Bußwerke zugunsten der Verstorbenen. Ich glaube nicht, dass es nötig ist, für meine Zuschauer hier jetzt noch darauf einzugehen, was die Bibel in Bezug hierauf sagt. Ganz sicher, wenn wir schon mal darauf eingehen, dass hier ein Buch zitiert wird, das nicht in der Bibel enthalten ist und wo wir ganz genau wissen, dass Gott in der Bibel im Deuteronomium sagt, dass für die Toten keine Gebete gehalten werden sollen. Die Toten wissen gar nichts und die Erinnerung von ihnen wird auch nicht erhalten bleiben. Das sagt die Bibel. Bringen wir ihnen Hilfe und halten wir ein Gedächtnis an sie, also die Toten. Wenn doch die Söhne Jobs, also das ist Hiob, durch das von ihrem Vater dargebrachte Opfer geläutert wurden, wie sollten wir dann daran zweifeln, dass unsere Opfergaben für die Toten ihnen Trost bringen? Zögern wir nicht, den Verstorbenen Hilfe zu bringen und unsere Gebete für sie aufzuopfern. Johannes Chrysostomos, Homilus, in 1. Korinther 41, 5. Ich sage da nicht mehr viel zu. Wir haben gesehen, dass das, was hier im römischen Katechismus deutlich da drin steht, dass das ganz deutlich Lehre ist, die antibiblisch ist, so wie die römisch-katholische Kirche eben alle Lehren antibiblisch im Grunde auch macht. Und damit möchte ich den Artikel jetzt beenden. Den Rest könnt ihr, wie gesagt, euch selbst anschauen und könnt ihr das gerne selbst durchlesen und durcharbeiten. Und wenn ihr meint, irgendetwas Biblisches darin zu finden, dann könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren schreiben. Aber dann bin ich immer interessiert, um aus der Bibel den 66 akzeptierten Büchern Buch, Vers und Buch, Kapitel und Vers dabei zu sehen, wenn ihr das zitiert, womit ein Fegefeuer biblisch gegründet wird. Und so, jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass die katholische Kirche die Bibel auch relativiert. Ich bin auf dem YouTube-Kanal von der katholischen Kirche gegangen, offizielles YouTube-Kanal von der katholischen Kirche, und da gibt es zum Beispiel ein Video, was ist die Bibel? Und in der ganzen Erklärung kommt nicht einmal das Wort oder die Redewendung, dass das das Wort Gottes ist. Das wird da nicht gesagt. Und wenn das jetzt so eine Erzählung ist von Jesus und von den damaligen Propheten, das wird aber deutlich nicht gesagt, dass das das Wort Gottes ist. Und da wird auch von 73 Büchern gesprochen. Ja, die 73 Bücher sind ja dann inklusive der Apokryphen, wobei es mehr als 7 apokryphalische Bücher gibt, glaube ich. Es gibt das Evangelium des Thomas, es gibt das Buch des Henoch, es gibt das Buch des Jascha, es gibt 3 Bücher der Makkabäer und dann wüsste ich jetzt nicht, welches Buch es noch gibt, aber wie gesagt, also mindestens 7, aber es gibt noch 4 mehr Bücher, die man zu den Apokryphen zählen könnte, meine ich. Es gibt sicher mehr als 10, aber hier sind dann halt vielleicht 7. gemeint. Ja, was hast du uns denn da gepostet? Naja, von dem Artikel hier, ne?
aus dem Video, ne? Ja. Das ist das Video von Also das Wichtigste, was ich da erwarten würde, ist, dass da gesagt wird, dass das das Wort Gottes ist. Und das kommt da in diesem Erklärungsvideo nicht vor. Und da werden dann noch zweitens nicht 66, sondern 73 Bücher genannt. Ja, ich wollte jetzt mit meiner Aussage, dass es wahrscheinlich noch mehr apokryphische Bücher gibt, auch gar nicht sagen, dass du nicht recht hast mit den 73. Das will ich gar nicht anzweifeln. Nur es gibt vielleicht 73 Bücher, die hier von der römisch-katholischen Kirche dann in total angenommen werden. Aber ich glaube, dass es selbst daneben noch mehr Bücher gibt. Ich glaube, es sind in total 10 oder sogar über 10 Bücher, von denen man sagen könnte, dass sie Apokryphen sind. Und halt die römisch-katholische Kirche erkennt dann halt diese 73 jetzt an, welche auch immer das sind. Ja? Mhm. Dass die römisch-katholische Kirche nicht sagt, dass die Bibel das Wort Gottes ist, ist ja logisch, weil die römisch-katholische Kirche hat ja ihr Dogma, dass die Lehre der Kirche über der Bibel steht. Wenn die römisch-katholische Kirche jetzt ganz klar sagen würde, aber die Bibel ist das wahre, unverfälschte Wort Gottes, dann macht es ja keinen Sinn mehr, dass sie sagt, die Tradition und Lehren der römisch-katholischen Kirche stehen über der Bibel. Verstehst du? Dann lässt sie eben deswegen einfach weg, dass die Bibel Gottes unfehlbares Wort ist. Und dann kann man sagen, von die Bibel ist ein schönes Buch, erzählt viel Geschichte und bla bla bla. Aber die Lehre der katholischen Kirche steht da drüber. So. Und dann haben sie sich da rausgemausert, wie man so schön sagen könnte. Na? Ein guter Fund von diesem Video hier. Ja. Kann sich ja jeder mal angucken. Kann man ja ganz leicht suchen. Ey, was ist die Bibel, wenn man das in den Suchtermen in YouTube hier oben, gibt es ja da den Suchbalken, seht ihr ja oben, suchen. Wenn man da das eingibt, dann kann man sich das Video raussuchen und dann kann man das ja mal machen. Gut, danke Marius für deinen Beitrag. Hast du noch irgendwas oder jemand anders noch etwas zu sagen, bevor ich jetzt hier weiter vorlese? Na, anscheinend nicht. Nein. Gut, dann fahren wir fort. Rom kann und will jene antibiblische Lehre aber nicht aufgeben, weil sie die Hauptquelle seiner Einnahme ist. Jetzt erinnern wir uns mal an den Herrn Tetzel. Hatten wir ja schon mal in früheren Momenten drüber gesprochen, in dieser Lesung. Tetzel, mal sehen, ihr müsst ja ein Bild jetzt hier gleich haben. Müsst ihr mal langsam anfangen zu suchen hier. Tetzel ist der Großinquisitor, der zur Zeit Martin Luther durch Deutschland lief und der die Ablassbriefe verkauft hat. Ja? Tetzel und sein Ablasshandel seht ihr hier nochmal im Bild. Und ihr seht ja, der hat eine ganze Menge Gefolge hier mit bei. Hier vorne ist die Schatulle, wo diese wertvollen, zwischen Anführungszeichen, Ablassbriefe drin sind. Ja, auf dem extra Kissen getragen und so weiter. Dahinter läuft dann der Tetzel und hält ein Kreuz groß hoch und dann ist auch noch ein ganzes Gefolge von ihm mit bei. Und überall, wo dieser Zug dann gestoppt ist, auf den Marktplätzen der Dörfer, haben sie ein Theater aufgerichtet. Und wenn ihr euch die Luther-Filme anschaut, vor allen Dingen, ich glaube, den von 2004, den Luther-Film mit dem Ralf Fiennes in der Hauptrolle, den ich ja öfter schon gesagt hatte, dass ein sehr sehenswerter Film ist. Natürlich, es bleibt ein Hollywood-Film und es zeigt nie 100% der Wahrheit, aber es ist eine sehr gute Verfilmung über Luthers Leben und Arbeit. Da in dem Film kommt auch eine Szene vor, wo sie dann halt auf diesem Marktplatz ein Theater spielen, wo sie halt das Fegefeuer spielen. Und die ganzen Leute kommen dahin und gucken sich das an. Jetzt dürft ihr nicht vergessen, wir leben heute in 2020. Wir sind ja so zivilisiert. Wir lassen uns ja nicht betrügen. Wir lassen uns ja nicht verarschen. Wir sind ja so schlau. Die Leute vor 500 Jahren, die sind meistens überhaupt nicht in der Schule gewesen, weil schulische Ausbildung zur Zeit des dunklen Zeitalters, schulische Ausbildung war nur Leuten vorbehalten, die in der römisch-katholischen Kirche waren. Die römisch-katholische Kirche hat Menschen ausgebildet, wenn sie sie gebrauchen konnte. Es gab keine Schulpflicht. Die normalen Bürger sind niemals zur Schule gegangen. Die konnten meistens nicht lesen und nicht schreiben. Und vor allen Dingen hatten sie auch keinen Fernseher und kein Radio und kein Smartphone und iPhone und was war eh noch alle mal für Dinge, um sich über irgendwelche Dinge zu informieren. Das war einfaches Bauernvolk, was ich jetzt überhaupt nicht abwertend meine, aber das ist einfach der Fall. Das war einfältig in einer bestimmten Hinsicht, wie heute übrigens viele auch noch sind, obwohl sie sich ja für so weise hielten und dabei gar nicht merken, dass sie zu Narren geworden sind, Römer 1,21.
Die Leute damals waren ziemlich einfältig und wenn dann dieses Schauspiel da auf dem Marktplatz gemacht wurde, durch den Tetzel abgehalten mit diesem Fegefeuer, dann haben die Leute Angst bekommen. Die haben wirklich Angst bekommen. Die haben das geglaubt. Die hatten keine Bibel, um die Wahrheit daran zu messen. Und die haben daraufhin dem Tetzel und anderen Indulgenz, also Ablassverkäufern, alles gegeben, was sie haben wollten, was die Kirche gefragt hat. Ja? Rom kann und will diese Lehre des Fegefeuers nicht aufgeben. Das ist die Hauptquelle seiner Einnahme. Ich kann den Leuten da ein Fegefeuer theatralisch vorspielen und jeder sagt von, oh, da will ich aber nicht hin. Komm, dann gebe ich dir alles, was ich habe, dass ich da bloß nicht hinkomme. So, mit Angst arbeitet die römisch-katholische Kirche. Willkommen im 21. Jahrhundert, liebe Leute, wo die Kirche immer noch mit Angst arbeitet, wie in der Corona-Krise heutzutage zum Beispiel. Irgendjemand, der da schon mal den Link gelegt hat? Ich glaube, sehr, sehr wenig. Zu Corona gibt es auch noch andere interessante Dinge zu sagen, aber das hier ist keine Corona-Lesung, das ist eine Lesung von James Atkin Wiley. Rom kann und will diese Lehre nicht aufgeben, weil es die Hauptquelle seiner Einnahmen ist. Das ist die Einnahmequelle der Ablässe. Und Martin Luther hat es gewagt, gegen diesen Ablassverkauf 95 Thesen aufzustellen, 95 Punkte anzuholen und zu sagen, das und das und das ist alles nicht biblisch. Das heißt, die Leute, die das gelesen haben, oder die Leute, denen es vorgelesen wurde, haben auf einmal verstanden, dass sie der römisch-katholischen Kirche ja gar nicht ihr Geld geben müssen. Die wollten sich aber gerade einen großen Palast zu Rom bauen, der da heute immer noch steht. Wenn ihr mal in den Vatikan geht, dann wird euch ganz sicher auffallen, dass da ein ganz großer Palast steht, der heißt Sankt Petersdom. Der wurde aber erst im 16. Jahrhundert erbaut, von dem Geld, das aus diesen Ablässen da überhaupt gewonnen wurde. Martin Luther hat es wirklich gewagt, den Geldstrom zum Papsttum mit seiner Lehre versiegen zu lassen oder zumindest sehr ins Stocken zu bringen. Und wenn die römisch-katholische Kirche auch viel Spaß versteht, zwischen Anführungszeichen, beim Geld hört der Spaß auf. Wer in Irland gelebt hat, der weiß, welche ungeheuren Summen aus den Pfennigen der Armen und den Pfunden der Reichen bestehend, Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr in die Taschen der Priester fließen. Jörg, Ja. nur ganz kurze Frage. Wäre es Ja. vielleicht an der Stelle mal ganz interessant, so nur mal anzuskizzieren, in welcher Art und Weise das auf ja in der heutigen Zeit stattfindet? Oder meinst du, das würde jetzt zu weit abschweifen? Ich meine, dass das zu weit gehen würde, aber wir wissen ja alle, da habe ich ja auch früher schon mal drüber gesprochen, es ist ja interessant, dass du es vorbringst. Wir haben ja darüber gesprochen, dass diese Steuereinnahmen, die heute stattfinden, das heißt, wo die Leute geschröpft werden bis zum geht nicht mehr, dass davon eben auch der Hauptteil entweder an die Kirche direkt geht oder aber an Ausgaben gebunden ist, die der Kirche zugute sind, führen. Das ist wahrscheinlich das, was du meintest, ne? Ja, richtig, genau. Ja, das ist einmal dieser Ansatz aus dem geschichtlichen Kontext her, dass er damals in der Zeit der Reformation viele ja, kirchliche Immobilien etc. Enteignet wurden und man sich damals nach dem Ersten Weltkrieg, glaube ich, darauf verständigt hat, dass dafür eine Art ja, Aufwandsentschädigung oder nee, wie nennt man das dann? Also, dass letztendlich dafür eine Art, ja, dass das kompensiert wird durch Zahlung halt an die Kirche. Und, Wiedergutmachungszahlung oder oder sowas. Wiedergutmachungszahl, was, ja, Naja, genau. im Endeffekt, das ist, Victor, das ist natürlich toll, dass du den Punkt jetzt anholst, mal eben ganz ehrlich gesagt. Aber den Punkt, wenn wir da jetzt drauf eingehen, dann ist diese Lesung vorbei. Weil die Reformation hat dafür gesorgt, dass die Leute verstanden haben, dass sie keinen fleischlichen König brauchen, der vom Papst eingesetzt ist und ihnen alles nicht nur an Geld abnimmt oder anderen Besitztümern abnimmt, sondern der ihnen vor allen Dingen ja auch, der sie unterdrückt, der sie als Sklaven hält, dass sie bereits einen König haben, nämlich Jesus Christus, und dass sie keinen vom Papst eingesetzten König hier auf dieser Erde brauchen. Und sie haben dadurch auch gemerkt, dass man der Kirche eben gar nicht das geben muss, was man eben alles geben musste, genau wie du angeführt hast.
Und der Papst hat daraufhin durch die Reformation in Deutschland, Niederlande, Dänemark, Schweden, Ungarn, um jetzt mal England natürlich, die Hauptländer der Reformation aufzuzählen, wo das hauptsächlich stattgefunden hat, zu einem großen Teil, aber halt nicht vollständig, auch in Frankreich, der Schweiz, durch Zwingli hauptsächlich, sehr interessanter Punkt, den mal zu besprechen. Österreich auch ein wenig, aber weniger als in Deutschland, da war es ja auch hauptsächlich im Norden. All diese ganzen Länder haben dadurch, dass sie der Reformation gefolgt waren, was haben die denn getan? Die haben den Geldfluss zum Papsttum versiegen lassen und die haben der Kirche Ländereien weggenommen, weil sie durch die Bibel verstanden haben, dass die römisch-katholische Kirche sich diese Ländereien unrechtmäßig angeeignet hat. Dass der Papst der Antichrist ist nicht irgendwo in der fernen Vergangenheit passiert, irgendwo zwischen 70 und 470 nach Christus, alles ist abgeschlossen und wir leben jetzt im Königreich Jesu hier auf Erden, nein, und der Antichrist ist auch nicht irgendeine futuristische Einzelperson, die irgendwann ein paar Jahre vor Jesus Wiederkunft hier auftauchen wird, sondern das Papsttum ist der Antichrist. Das haben die begriffen und haben der römisch-katholischen Kirche ihre ganzen Besitztümer weggenommen. Das heißt, das, was die römisch-katholische Kirche sich zuerst unrechtmäßig von den Leuten angeeignet hat, haben diese Leute sich mehr oder weniger rechtmäßig zurückgeholt, weil es wurde ihnen gestohlen. Ja? Und heutzutage weiß, ich sage jetzt übertrieben, niemand mehr, dass das Papsttum der biblische, historische und prophetische Antichrist ist. Die ganzen reformatorischen Kirchen haben diesen Glauben abgeschworen, sind zur römisch-katholischen Kirche unter dem Ökumenismus, unter die Fittiche der Kirche zurückgekehrt und erkennen den Papst an als das, was er ist und nicht mehr als den Antichristen. Also sagt der Papst zu diesen Ländern, Amerika, England, Deutschland, Niederlande und so weiter, was ich gerade aufgezählt habe. Ja, aber wenn ihr mir das vor ein paar hundert Jahren alles rechtmäßig weggenommen, dann ist es ja rechtmäßig meins. Dann bin ich ja der Stellvertreter Gottes auf Erden. Was ihr damals sagt, dass ich nicht bin und mir damals mich übervorteilt habt, dann nehme ich mir jetzt alles zurück. Und deswegen, oder unter anderem deswegen, hat Papst Benedikt XVI. Ein päpstliches Enzyklikel geschrieben, das heißt Caritas in Veritate, womit es eine Neuverteilung des Vermögens dieser Welt gibt. Und um das ganz kurz zusammenzufassen, was ist diese Neuverteilung des Vermögens? Alles gehört der Kirche und sie entscheidet, wem sie was zubilligt. Und alle Menschen auf dieser Erde haben keinen Privatbesitz, sondern es gilt, derjenige, der Not hat, der nehme sich. Also wenn ich meine, dass ich einen Ferrari brauche, dann gehe ich zu einem, der einen hat und nehme den, ob er das will oder nicht. Das ist ganz grob und einfach gesagt die Lehre der römisch-katholischen Kirche. Also ein Zunichtemachen des Gebotes, du sollst nicht stehlen, weil wenn ich kein Eigentum mehr besitze, dann kann mir ja auch nichts gestohlen werden. Damit sind wir alle Diebe und alle Übertreter des Gesetzes Gottes. Und wir wissen ja, dass die Übertretung des Gesetzes Gottes Sünde ist, und der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, war das so ungefähr das, worauf du hinaus wolltest, Viktor? Ja, ich weiß wahrscheinlich schon ein bisschen zu weit abgeschweift, aber ja, das war sicherlich schon, ich denke, für den kurzen Moment ja, schon mehr als ausführlich. Das passiert mir ja öfter, dass ich ein bisschen zu weit abschweife. Entschuldigung dafür, aber wenn ich mich einmal in Rage rede, dann komme ich da einfach nicht mehr raus. Ja, aber wir sehen ja dann auch wieder, ich sag mal, wie schön es ist, dass es da auch nichts Neues unter der Sonne gibt und wie sich die Dinge dann ja irgendwie wieder wiederholen. Ja. Und ja, leider immer wieder aus Unwissenheit offenbar solche, ja, die Kirche wieder die Möglichkeit hat, hintenrum wieder Ablässe von den Menschen abzupressen, sozusagen. Dafür wieder ist besseren es Wissens, oftmals ist es ja. Wenn man jetzt die Zeit der Reformation und nochmal die Urchristen betrachtet, die wussten ja zum Beispiel, dass man Schauspieler
in eine Ecke stellt mit Huren und Bordellwärtern. Ja, Aussage aus Herrscher des Bösen, ne? Ja. Genau, und das Wissen ist ja verloren gegangen irgendwo in der Zwischenzeit und deswegen waren die Leute ja diesem ganzen Papsttum und der katholischen Kirche ja ausgeliefert, auch ein Stück weit. Dass du, wie du richtig sagtest, dass natürlich dann auch zur Folge hat, zur Konsequenz, dass dann auch Ländereien, Immobilien, was auch immer, sich wieder dann, weil man ja erkannt hat, man wurde betrogen. Und ich glaube, das ist auch immer noch so eine Gegebenheit eigentlich hier bei uns in diesem bürgerlichen Gesetzbuch, dass wenn ein Vertrag oder eine Gegebenheit unter Täuschung passiert, dass man im Nachhinein, dass das Ganze nichtig ist. Und die Kirche hat es wieder so hingedreht, sich, wie du sagtest, auch es jetzt so auszulegen, so nach dem Motto, ja, das war jetzt ja von euch dann jetzt ein Schuldeingeständnis, wenn ihr mich nicht mehr als den Antichristen seht, sondern als das, was ich euch sage, was ich bin. Richtig, genau. Und somit, wie du sagtest, die ganzen Geldflüsse werden natürlich jetzt alle wieder über den Vatikan gelenkt. Ja, hast du nochmal sehr schön erklärt. Dem habe ich im Grunde nicht mehr viel oder eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich hatte noch einen Gedanken im Kopf, aber dann habe ich dir weiterhin interessiert zugehört und dann ist der Gedanke weggegangen, also komme ich da jetzt nicht mehr drauf. Aber wie gesagt, es ist etwas, was, denke ich, ganz deutlich werden sollte. Das Problem ist, und das ist der Gedanke, den ich sagen wollte, jetzt habe ich ihn wieder. Wir lernen aus der Geschichte ja nur, um sie nicht zu wiederholen, wenn wir die wahre Geschichte kennen. Rom und vor allen Dingen damit in Einklang die Jesuiten, die ja Geschichte schreiben, die ja die nicht nur die Geschichtsbücher schreiben, sondern die alle Bücher schreiben, die zur Ausbildung dienen, alle Schulbücher, und zwar von der ersten bis zur höchsten Klasse. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Klassen das in Deutschland oder anderen Ländern jetzt noch gibt, aber von der ersten bis zur höchsten Klasse und alle Lehrbücher in den Universitäten sind Bücher, die von den Jesuiten gegengelesen werden. Und was denen nicht gefällt, das wird dann nicht drin ausgedruckt. Ich glaube, Max und ich haben darüber gesprochen in der Evolutionsserie. Max, bist du da? Nee, der nimmt heute anscheinend... Nee, er ist heute nicht dabei. Er nimmt heute nicht teil. Nee, stimmt, er war auch nicht zu Hause. Das hat er ja Donnerstag bereits wissen lassen. Da konnten wir ja auch keine Lesung machen von QQQ. Der hat im Augenblick ein bisschen private Probleme, um die er sich kümmern muss. Und deswegen möchte ich mal eben kurz an dieser Stelle sagen, dass bitte ein jeder für Max, seine Frau, seinen kleinen Sohn Lukas und auch seine Familie, seine Schwiegerfamilie oder seine Schwager, wie sagt man das jetzt, sein Schwiegervater, Schwiegermutter und sowas betet, die gehen durch sehr, sehr schwierige Zeiten im Augenblick. Deswegen ist er nicht hier. Aber darüber hatte ich damals mit Max in diesen Serien, die wir gemacht hatten, über die Evolution ja auch gesprochen, dass eben die Jesuiten diese ganzen Bücher schreiben, die ganzen Schulbücher schreiben. Und wenn wir halt die wahre Geschichte nicht kennen, dann sind wir dazu verdammt, die Geschichte zu wiederholen. Und es gibt genügend Leute, da gibt es ja auch bestimmte Zitate, die man sich im Internet raussuchen kann, die sagen, wer Geschichte nicht kennt, ist verdammt, sie zu wiederholen. Es hilft uns aber nicht, wenn wir die Schulgeschichtsbücher lesen, weil dann verstehen wir die Geschichte nicht, wie sie wirklich war. Und dann verstehen wir auch nicht, wie die Geschichte sich ständig wiederholt. Ich höre im Augenblick, das ist jetzt wieder, hat etwas mit dieser Lesung nicht zu tun, aber ich höre im Augenblick die Lesung von Tom Fress aus Beginnjahr 2011, wo er hinter den Diktatoren gelesen hat, also die englische Buchlesung. Und ich kann euch sagen, wenn ich seine Lesung da höre, dann verfällt meine englische Lesung, die ich damals gemacht habe, ins Nichts dagegen. Und Tom holt da sehr gut den Punkt an, dass wir eben aufgrund des Systems, in dem wir leben, gar nicht richtig die Chance haben, aus der Vergangenheit zu lernen und deswegen gar nicht sehen, wie die römisch-katholische Kirche zur Zeit des Ersten und Zweiten Weltkrieges agiert hat und wie sie heute im 21. Jahrhundert wieder agiert, auf dieselbe Art und Weise, nur wir nehmen es nicht wahr.
weil wir es nicht verstehen, weil wir es nicht gelehrt bekommen haben, weil wir nichts haben, um es nachzulesen. Und dafür sind eben solche Bücher wie dieses hier so wichtig, wo wahre Geschichte aufgezeichnet ist, wo Geschichte gehalten wird an das Buch der Bibel, das heißt gemessen wird an den Prophezeiungen der Bibel, zum Beispiel Buch der Offenbarung und solche Sachen weiter, dass man weiß, das und das hat sich zugetragen, so und so hat damals der Antichrist agiert und reagiert. Das ist seine Handlungsweise. Und wenn ich das dann auf die heutige Zeit zupasse, dann sehe ich, wie er das gemacht hat. Wenn man diese alten Bücher nicht liest, wenn man die alte Geschichte nicht kennt, dann ist man dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und dann laufen die Leute wie die Lemminge den falschen Hirten hinterher. Damals wie heute. Und da wollen wir mit Buchlesungen wie dieser, dem wollen wir Einhalt gebieten. Wir wollen die römisch-katholische Kirche, wir wollen den Satan daran hindern, um Seelen ins Verderben zu reißen, sondern wir wollen, dass ihr den Heiligen Geist empfangt, dass ihr euch zu Jesus bekehrt, dass ihr das tut, was Alexander am Anfang in diesem Lied gesungen hat. Tut Buße, kehrt um, ja, bekehrt euch und erkennt, dass wir nur in Jesus Christus Erlösung haben und nicht in einer menschengemachten Kirche mit einem menschengemachten Papst, der da oben in einem weißen Kleid auf dem goldenen Thron mit roten Schuhen sitzt und sich totlacht und die Hände reibt, dass die ganze Welt so dumm ist, ihm zu folgen, der er das Angebot des Satan aus Lukas und Matthäus Kapitel 4, das er damals Jesus gemacht hat und der es abgeschlagen hat, der Papst hat es angenommen und ihr folgt alle dem Papst und damit fallt ihr alle nieder und betet den Satan an, ohne es selbst noch zu verstehen. Dafür machen wir diese Lesung, dass ihr das versteht. Auf dieser Welt gibt es keine Erlösung in einer werksorientierten Kirche. Es gibt oder nur durch Sonnenanbetung oder sowas gibt ja, es nicht. Ist ja genau dasselbe, ja. Ist ja genau dasselbe. Ist ja auch, der Atheismus im Grunde orientiert sich ja auch immer an der Wissenschaft und die Wissenschaft, wissen wir, ist ja auch immer der Standpunkt der, ja, des Ratio Studiorums, was vorgegeben wird von den Jesuiten. Und da ist natürlich die Sonne das Zentrum. Universell, alles steht im Mittelpunkt, ist die Sonne. Ne? Und dahingehend sehen wir eigentlich auch immer wieder diese, ja, ich sag mal, eine moderne Art der Sonnenanbetung. Ne? Also, da hat sich in den letzten Jahrhunderten oder Jahrtausenden nicht viel geändert, Viktor. Nee, es ist immer nur ein anderer Tarnmantel, der aufgezogen wird. Ja, das ist auch ganz deutlich geworden, wenn ich das mal eben abschweifend sagen darf, in der Lesung, die ich mit Michael ja mache, über die satanische Medienagenda. Da gehen wir ja teilweise in Sendungen durch diese ganzen babylonischen Götter ein bisschen weniger, aber hauptsächlich durch diese ganzen griechischen und dann auch die römischen Götter, wo ja dann im Grunde das, was erst im Griechischen so war, dann in Rom halt anders heißt, aber genau dasselbe ist. Und da geht Michael durch die Mühe, da die ganzen Namen rauszuschreiben von dieser Gott und dieser Gott und dieser Gott und dieser Gott und das bitte schön zwischen Anführungszeichen verstehen und als Wort Gott eigentlich besser Götze gebrauchen, die von den Heiden angebetet werden. Und dass es in Griechenland das eine war und in Rom das andere war und dass die Leute es einfach nicht verstehen, dass sie hier Götzen dienen, dass sie Stein und Holz und andere Gegenstände anbeten, um ihnen zu helfen, genau wie in der Bibel geschrieben steht. Und Michael macht sich da die Mühe, diese ganzen Namen rauszusuchen, aber schlussendlich kann man all die ganzen Namen zusammenstauchen und in einen Sack stecken und jetzt nicht draufhauen, das ist ja ein alter Spruch, den gebrauche ich jetzt nicht, nein, in einen Sack stecken, einmal gut schütteln, wieder aufmachen und dann kommt einer raus und das ist ein und derselbe, das ist nämlich Satan. Hinter jeder Götze steht der Satan. Hinter jedem gefallenen Engel steht der Satan. Deswegen muss ich diese ganzen Ausdrücke, diese ganzen Götternamen, muss ich alles gar nicht lernen. Das ist alles ein und dieselbe Person. Egal in welcher menschengemachten Religion, babylonisch, medopersisch, griechisch oder römisch, oder buddhistisch, oder hinduistisch, oder taoistisch, oder schamanistisch, oder gibt es einen Namen, welchen du auch willst. Spielt keine Rolle. Götter, die da angebetet werden, sind immer der Satan. Ich meine, ich muss noch mal ganz kurz jetzt was dazu sagen, ja, so bitte. Aus der wirklichen Welt, weil wir müssen das ja auch immer, die wirkliche Welt, was um uns passiert, ja auch mit der Schrift vergleichen. Und da ist es interessant zu sehen, dass nämlich genau die Leute alle in dieser Welt hier meinen, ja,
es kommt danach nichts mehr. Also muss ich hier, sage ich mal, diesen, ja, was mir hier vorgegeben wird, an was ich zu glauben habe, muss ich nachfolgen, muss dafür, ja, ich weiß nicht, irgendwelche Ablässe oder sonst was, irgendwelche Werke vollbringen. Und die ja, Menschen erkennen nicht, dass man durch den Glauben an Jesus Christus diese Welt überwinden kann und nicht sich hier festklammern muss und sich noch künstliche Hüftgelenke oder nochmal ein neues Knie oder sich hier an irgendwas festklammern. Das ist total überflüssig und spiegelt ja auch nur wieder diesen ja, Götzendienst oder diese Anbetung, dass man ja, wenn man hier, ich sag mal, einschläft und nicht mehr aufwacht, dass das dann auch wirklich vorbei wäre. Wenn ich einschlafe und wache nicht mehr auf, dann ist es wirklich vorbei. Ja, dann wache ich erst wieder auf zur Auferstehung. Ja, oder ich sag mal in dem Sinne, dass es keine Auferstehung gibt. Damit den Punkt, den meinte ich. Ach so, das also, glauben die meisten. Ja, das stimmt. Ja. Nach dem Motto, hier ist dann alles vorbei, nach den paar Jahren, genau, die hier gegeben sind. Dann existiere ich nicht mehr. Ja, genau. Deswegen kann ich auch mein ganzes Erspartes geben, um mir ein neues Hüftgelenk zu kaufen, um dann hier zumindest noch ein bisschen weiterleben zu können in Saus und Braus. Und dann spielt keine Rolle, wenn es vorbei ist, weil wenn vorbei ist, ist es sowieso vorbei. Ja, das hat der Teufel wieder wunderbar geschafft. Ne? Genau wie auf dem Trailer auf meinem rein deutschen Kanal, dieser kleine Videoausschnitt von Kevin Spacey aus dem Film Die üblichen Verdächtigen ist, der größte Trick des Teufels ist, die Menschheit glauben zu machen, dass es ihn gar nicht gibt. Ja, das hängt genau damit zusammen. Ja, danke, Viktor. Ganz toller Beitrag. Inzwischen sind wir auch schon fast bei einer Stunde angekommen. Ich werde mal sehen, ob ich noch ein bisschen weiterlesen kann. Aber ich wollte mal eben fragen, Marius, du hast hier noch was auf Skype gepostet. Gehört das hier zur Sendung? Soll ich das hier jetzt aufmachen oder soll ich weiterlesen? Ja, das ist nur ein Beispiel. Das ist ein Zisterzienserkloster, das damals natürlich kirchlich war. Und dann nach der Reformation bei der eben besagten ja, Enteignung der Kirche ein weltliches Schloss wurde, wo der Herzog von Ratibor und Fürst von Corvey eingezogen ist. Und jetzt nach der Wende das wieder zurück zu der Mutterkirche zurückgefunden hat. Jetzt ist das wieder, gehört das wieder zum Bistum Gleiwitz. Ach ja. Gleiwitz, das ist doch da, wo der Sender war, der angeblich da überfallen wurde zu Beginn des Zweiten Weltkriegs. Ja, ne? Ist ja meine alte Heimat, in der Stadt habe ich gewohnt, in dem Ort, wo das Schloss steht, habe ich gewohnt. Also. Ah, da bist du ja geschichtlich sehr schwer vorbelastet. Was, zumindest was falsche Geschichte angeht. Ja, naja, interessant. Ist ja schön, dass du das hier mal mit einwirfst. Ja, das ist dann mal ein schönes Beispiel, was man sich angucken kann. Dass man so eine Hütte nicht für 500 Euro kaufen kann, dürfte auch jedem deutlich sein. Ne? Also mal eben gesehen oder darüber gesehen, was die Besitztümer, die Eigentümer der römisch-katholischen Kirche angeht. Ne? Ja, gut. Wollen wir mal gucken. Bis Seite 319 müssten wir eigentlich lesen. Da endet das Kapitel. Oder schaffen wir heute ja gar nicht mehr. Mal sehen, ob ich hier vielleicht noch einen Absatz fertig kriege. Dann machen wir nächstes Mal weiter. Oder dann hat Marius noch mehr Zeit, um seine Lesung vorzubereiten. Das wird ja interessant. Machen wir eine Doppellesung nächste Woche. Also zwei integrierte. Ich lese ein bisschen aus diesem und du liest ein bisschen aus deinem deutschen Michel. Was denkst du davon? Das klingt doch mal interessant. Hä? Ich versuche es ja, was vorzubereiten. Ja, prima. Also nochmal. Rom kann und will jene antibiblische Lehre aber nicht aufgeben, weil sie die Hauptquelle seiner Einnahme ist. Wer in Irland gelebt hat, das werden wohl die wenigsten von denen, die hier zuschauen, sein, weiß, welche ungeheure Summen aus den Pfennigen der Armen und den Pfunden der Reichen bestehend Woche für Woche, Monat für Monat und Jahr für Jahr in die Taschen der Priester fließen. Wer es ansieht, welch großer Teil der Einkünfte des Landmannes an die Fegefeuergesellschaften jeder Parochie gezahlt wird, wofür am Allerseelentage eine Menge Messen gelesen werden, der muss im Geiste ergrimmen über eine Priesterschaft, die den Menschen von der Wiege bis zum Grabe mit ihren Geldforderungen begleitet. Nun, hier sehen wir ein Bild, Fegefeuergesellschaft wollte ich hier einblenden, dann hole ich mir das mal eben ran. Das habe ich extra letztes Mal vorbereitet. Und mal eben gucken, das Bild sehen hier einzufügen. Dass wir das uns nochmal eben angucken können. Ach, Computer, werd bitte mal wach. Diese alte harte Scheibe, da dauert immer eine Zeit lang, bis der funktioniert. Das ist hier Fegefeuergesellschaft, Purgatorial Society, so wie sie heute immer noch besteht. Hatte ich ja letztes Mal gesagt, die gibt es, und das ist hier jetzt von 2010. Da seht ihr hier
Also das Bild fange ich gar nicht erst an zu analysieren. Da kann ich eine eigene Sendung drüber machen. Und hier unten sieht man dann natürlich das sogenannte Fegefeuer oder die Hölle. Und hier sind dann, ich hatte euch ja gesagt, da gibt es auch noch Webseiten zu dieser Fegefeuergesellschaft und so weiter. Hier zum Beispiel gibt es einen Artikel, den wollen wir eben uns ansehen. Wir haben ja hier das Internet bereits aufgemacht. Schauen wir mal, was ich da eingeklebt habe. Das ist hier also von der Purgatory Society, ne, also von der Fegefeuergesellschaft. Das ist jetzt natürlich in Englisch natürlich. Dies ist unser monatlicher Erinnerer, um dafür zu sorgen, dass ihr euch einschreibt in die Fegefeuergesellschaft. Für die letzten 30 Tage haben wir zwei wundervolle neue Priester, die sich der Gesellschaft zugeschrieben haben, eingenommen und die sich der Erlösung unserer Leser angenommen haben. Wir stehen jetzt bei 85 Priestern und sagen wöchentlich oder monatlich national in Latein Messen für die Toten. Ja? So fängt diese Webseite hier an. Und dann habe ich noch ein paar andere Webseiten hier rausgenommen. Zum Beispiel dieses hier, das ist von 2015, von derselben Gesellschaft wohl. Mal eben schauen, was diese Webseite sagt. Die Links gebe ich euch übrigens auch in der Beschreibung dieses Videos mit bei. Hier ist also eine Änderung der Politik der Fegefeuergesellschaft, wo man darüber nachlesen kann. Ist halt in Englisch, aber wenn ihr einen Browser habt, wie hier Google Chrome zum Beispiel, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr euch die ganze Webseite übersetzen lassen könnt. Das könnt ihr dann ja gerne mal machen. Und dann haben wir hier noch NY Purgatorial. Mal gucken, was das ist. Muss ja interessant sein, sonst hätte ich das ja gar nicht erst rausgesucht an erster Stelle. Mal eben schauen. New York Purgatorial Society. Ja. Missa Cantata, also eine Messe mit Gesang. Sung Mass of the, in the Roman Rite, ne? Also eine gesungene Messe nach den römischen Riten und so weiter und so weiter. Ja, das sieht man ja hier. Das ist das, was ich rausgesucht hatte. Und dann hatte ich noch einen letzten Link hier von Hawthorne. Und der ist dann hier. Also ihr seht, einige Dinge, um selber nachzuschauen, auch über die Fegefeuergesellschaft, was man sich da mal angucken kann. Hier ist wieder der Jesus mit seinem heiligen Herzen dargestellt. Da ist die römisch-katholische Kirche ja ganz toll vor. Und hier seht ihr auch die Jahrzahl. Hier geht es um die Mitgliedschaft im Juli 2019 zum Beispiel. Also das ist ja alles noch sehr rezent. Ne? Wir sind jetzt im Juli 2020 und da sehen wir hier, wer da alles beigetreten ist. Ne? Oder wer damals gestorben ist, wohl, weiß ich jetzt nicht. Holy, Most Holy Family Purgatorial Society. Ja, muss man jetzt lesen, was das für Leute sind, wahrscheinlich die da gestorben sind oder was auch immer, für die dann da irgendwelche Gebete abgehalten werden und so weiter und so weiter. Will ich jetzt auch nicht zu weiter darauf eingehen. Wie gesagt, die Links gebe ich euch mit bei, das ist für euer eigenes Studium. Wichtig ist, dass hier eine Fußnote mit grün angezeigt ist und das heißt, dass wir die Fußnote mal eben vorlesen wollen. Da steht nämlich drin, Nolan erzählt uns, dass die einen Monat nach dem Tod des Betreffenden vor mehreren Priestern gehaltenen Hochmessen mit einer luxuriösen Mahlzeit geschlossen werden. Ja, Hochmessen, das für die Leute, die das nicht verstehen, es gibt die hohe Messe und es gibt die kleine Messe, also die niedrige Messe mit anderen Worten. Je nachdem, wie viel Geld man hat, kriegt man entweder eine hohe oder eine kleine und das richtet sich dann nach dem, wie viele Priester da auftreten, wie viele Kerzen angezündet werden, wie viele Gebete gesprochen werden und so weiter und so weiter. Und je mehr Geld man hat, desto mehr man sich halt eine hohe Messe leisten kann. Und hier werden sie dann auch noch mit einer luxuriösen Mahlzeit geschlossen. Ja, soweit hier in der Fußnote. Fast schlimmer noch soll es in Belgien sein. Oh, da wohne ich ja! Wo die Kosten für die einen begüterten gelesenen Seelenmessen sehr häufig 200 bis 300 Taler betragen. Und das war in der Zeit des 19. Jahrhunderts eine ganze Menge Kohle. Das ist es heute auch noch, wenn man das in Euronen umrechnet. Das erspare ich uns jetzt aber. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Marius und Viktor für die wundervollen Beiträge, die sie heute zur Lesung gebracht haben und möchte eben fragen, ob vor Abschluss dieser Lesung einer von den beiden oder jemand anders vielleicht noch eine Bemerkung oder eine Frage zu dem hat, was wir gelesen haben heute.
Nein? Gut, dann beschließe ich diese Lesung heute. Das war die 40. aus dem Buch Das Doppelgesicht des Papsttums, der Genius, ja? Die Geschichte, Lehren, Geist, Einfluss, Zustand und Aussichten der römisch-katholischen Kirche und Aussichten, meine Freunde, das ist die letzten 30 Seiten des Buches, handelt von den Aussichten. Sehr interessant. Ich kann nur sagen, bleibt dran, studiert eure Bibel, sorgt dafür, dass ihr der römisch-katholischen Kirche nicht auf den Leim geht, sorgt dafür, dass ihr das wahre Wort Gottes in den Händen haltet, sorgt dafür, dass ihr es lest, dass ihr es kennt, dass ihr es liebt, dass ihr es lebt und dass ihr eure Sünden kein Priester oder irgendjemand anders beichtet, sondern dass ihr Buße tut, zu Jesus Christus geht, ihm eure Sünden bekennt, ihn als euren Erlöser annimmt und er wird euch reinwaschen und ihr werdet Brüder und Schwester im Glauben an Jesus Christus sein, ohne Zutun irgendeiner Kirche, ohne eigene Werke zu tun, weil durch den Glauben sind wir errettet. Der Glaube, der uns aus Gnade von unserem Herrn geschenkt wurde. Amen.